Funkchips sind Hackers liebste Freunde, das weiß man auch im Bundesministerium des Inneren, denn da hat man ja reichlich Erfahrungen gemacht mit den Funkchips, den RFID-Chips im Personalausweis oder aber auch schon im Reisepass. Funkchips werden aber auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt und diese Einsatzbereiche, die werden außerordentlich kritisch auf dem 27. Chaos Communication Kongress diskutiert. Dazu sprechen wir mit Henrik Plötz, Doktorand der Informatik von der HU Berlin. Hallo. Hallo. Und auch Experte in Sachen RFID, auch schon seit vielen Jahren mit mehreren Vorträgen hier auch auf den letzten Kongressen schon vertreten. Das Ganze ist ja schon eine längere Saga von einzelnen Fortschritten. Welchen Durchbruch hat es denn auf dem 27C3 zu vermelden gegeben? Na, in der Vergangenheit habe ich mir hauptsächlich alte proprietäre Systeme angeguckt, als Technologie aus den 80ern oder 90ern. Das war jetzt das erste Mal, dass wir uns ein System aus diesem Jahrhundert, diesem Jahrtausend angeschaut haben, von ungefähr 2001. Und auch das erste Mal ein System, was tatsächlich starke Kryptographie einsetzt oder zumindest das von sich behauptet. Wir sprechen von RFID, also Identifikationstechnologie, die auf Funkkommunikation basiert, die sich in Chips wiederfindet. Wo kommt denn diese Technik überall zum Einsatz, insbesondere die, um die es in diesem Jahr ging? Also RFID allgemein ist natürlich, das Paradekind ist natürlich Warenwirtschaft, Warenmanagement, aber womit ich mich am meisten beschäftige, was ich am spannendsten finde, sind Sicherheitsanwendungen, vor allen Dingen bei Zutrittskontrollanlagen, also Schlüsselkarten für Gebäude hauptsächlich, Gebäude und Räume. Und was ist da herausgefunden worden über die Jahre? Ja, über die Jahre, der rote Faden, der sich dahin durchzieht, ist eigentlich, dass die Hersteller entweder keine Ahnung davon haben, was sie da tun, oder es nicht richtig anwenden oder sich einfach gar nicht drum kümmern und einfach nur draufschreiben, es ist jetzt sicher, aber da nichts weiter hintersteckt. Und die Kunden, die das einsetzen, also Firmen, die das einsetzen in ihren Gebäuden, das natürlich auch nicht überprüfen können und dann unsichere Systeme einsetzen. Was heißt, da steckt nichts dahinter? Also was für Versprechen werden da gemacht, die nicht gehalten wurden? Im letzten Jahr das System zum Beispiel Logic Prime, da wurde sehr viel von Verschlüsselung geredet, aber da war gar kein Schlüssel drin. Also es gab zwar eine Funktion, die sieht so ähnlich aus wie eine Verschlüsselungsfunktion, aber es ging kein Schlüssel ein. Und da hat mir mein Professor an der Uni schon gesagt, wenn kein Schlüssel drin ist, ist auch keine Verschlüsselung. Von daher, das war so ein System, wo Verschlüsselung drauf stand, aber nicht drin ist. Dieses Jahr gibt es tatsächlich Verschlüsselung, aber diesmal sind die Schlüssel schwach oder sehr weit bekannt, sehr weit verbreitet. Mit welchen Methoden rückt man denn diesen Systemen zu Leibe, um solche Erkenntnisse zu gewinnen? Vor allen Dingen dieses Mal war das Hauptwerkzeug Google oder eine andere Suchmaschine meiner Wahl, denn es ist tatsächlich so, wenn man so ein System das erste Mal sich anschaut, guckt man natürlich im Internet nach, gibt es dazu schon was und findet relativ häufig Dokumentation des Herstellers, Anleitungen, interne Dokumente, die auf allen möglichen Webseiten verstreut sind, die aber sehr schön zu finden sind, auch wo der Hersteller gar nicht weiß, dass es die gibt. Ja. Und das zweite, wahrscheinlich interessantere in diesem Kontext Werkzeug ist der Proxmark zum Beispiel. Das ist ein RFID-Forschungswerkzeug, mit dem man den Funkverkehr abhören kann oder eigenen Funkverkehr senden. Also so richtige Labortechnik? Ja, durchaus. Ist nicht ganz so groß wie ein Labor, aber es ist schon ein Spezialwerkzeug, richtig für Forschung. Wenn Sie einen Funkchip abhören, wie gehen Sie da genau vor? Wenn Sie einen Funkchip abhören, wie gehen Sie da genau vor? Na, zuerst mal muss ich natürlich die Frequenz herausfinden. Das ist dann sehr einfach, wenn der Hersteller es dokumentiert, wie in diesen Fällen oder in allen neueren Fällen, sind die Hersteller auch sehr stolz darauf, dass sie moderne Hochfrequenzsysteme einsetzen, die sogar auf ISO-Standards basieren. Und es gibt für den Proxmark dann Software, die bereits vorbereitet ist für sehr viele verschiedene unterschiedliche Chips oder Protokolle. Und da guckt man dann, ob eins davon passt. Und ansonsten muss man halt einfach das Funksignal pro sich anschauen. Das ist dann im Wesentlichen, sieht aus wie ein Audiosignal. Also man schaut sich dann richtig die Wellenform an und versucht dann da irgendwelche Eigenschaften herauszufinden, irgendwelche Gemeinsamkeiten und zu erkennen, wie es funktioniert. Beim Reisepass haben Sie das ja auch, glaube ich, des Öfteren und auch ein bisschen intensiver gemacht. Was war denn da Ihr Erkenntnisinteresse? Was wollten Sie da herausbekommen? Beim Reisepass ist die Situation tatsächlich insofern anders, dass alles dokumentiert ist, dass man also dort nichts mehr herausfinden muss, sondern sich wirklich nur noch die Eigenschaften der, also
man davon ausgeht, dass sich das System so verhält, wie es in der Dokumentation steht. Da gibt es dann andere Abteilungen, Ministerien und so, die sich darum kümmern und eigentlich das schon überprüft haben sollten, dass sich das so verhält, wie es in der Spezifikation steht, sodass man sich dann bloß noch mit der Spezifikation beschäftigen muss. Und gab es da Ergebnisse? Also verhält er sich so, wie er sich verhalten soll, oder gab es Anomalien? Ja, also weitestgehend ja. Es gibt ein paar Stellen, die in der Spezifikation dann tatsächlich nicht drinstehen, die man ausprobieren muss. Das haben andere Leute untersucht, wo man dann bei Pässen zum Beispiel erkennen kann, aus welchem Land der stammt, weil jedes Land diese nicht spezifizierten Teile anders gebaut hat. Das sind Ergebnisse vom letzten Jahr, die auf anderen Konferenzen, glaube ich, vorgestellt wurden. Ich glaube, das hatten wir hier nicht. Wenn sich Behörden so stark für Funkchips interessieren, um sie in Ausweisdokumenten einzusetzen, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, die Sicherheitsindustrie muss die unglaublich erprobt haben und die müssen sehr sicher sein, können eigentlich gar nicht mehr angegriffen werden. Sollte man denken. In der Praxis ist es scheint nicht so, ne? Bei den älteren Systemen, die dann halt auch wirklich alt sind, also das, was wir uns in den letzten Jahren geguckt haben, ist alles so 1992 designt worden, wo es erstmal nicht um Sicherheit ging, sondern wo die Ingenieure wahrscheinlich das größte Problem hatten, dass es überhaupt irgendwie funktioniert. Und dann Sicherheit, naja, denken wir uns morgens beim Kaffee noch schnell was aus, was dann so ähnlich aussieht wie Sicherheit. Bei aktuelleren Systemen sind dann tatsächlich auch Sicherheitssysteme drin und Zertifizierungen, was dann zumindest dafür sorgt, dass die Grundbausteine größtenteils sicher sind, bloß die Anwendung nicht notwendigerweise. Und wie reagiert denn die Industrie nun auf solche Erkenntnis, dass bestimmte Kryptografie-Algorithmen zu schwach sind oder vielleicht gar nicht existieren? Gibt es da Aufgeschlossenheit? Gibt es da eine Kommunikation? Reagiert der Markt, die Hersteller, auch auf solche Erkenntnisse? Also der Hersteller sagt naturgemäß natürlich, das sind alles theoretische Angriffe und das kann alles in der Praxis gar nicht umgesetzt werden. Und selbst wenn, die Karte ist nur ein kleiner Teil des Sicherheitssystems und da gehört noch mehr dazu. So ähnlich ist das dann tatsächlich auch mit Errichtern. Ich habe auch häufiger mal mit Leuten gesprochen, die wirklich für Konzernsicherheit oder Gebäudesicherheit zuständig sind. Bei denen ist auch die Schlüsselkarte nur ein sehr kleiner Teil. Das ist etwas, um das sie sich kaum kümmern, sondern bei denen geht es wirklich um viele andere Dinge. Und es ist wohl in vielen Gebäuden auch so, dass man auf andere Arten wesentlich einfacher reinkommt. Mich interessiert es halt weniger aus der Angriffsperspektive, sondern aus der technischen. Die Angriffsperspektive ist dann bloß, worauf man sich aufhängt, was dann für Aufmerksamkeit sorgt. Und das große Problem ist tatsächlich, dass die Systeme ja jetzt alle deployed sind. Die sind jetzt alle im Einsatz. Und man kann nicht so einfach jetzt mal dahin gehen und das gesamte Gebäude und allen 10.000 Mitarbeitern neue Ausweise geben. Das heißt, wenn man so ein System von 1992 im Einsatz hat, das wird auch in 5 Jahren noch im Einsatz sein. Deswegen ist es zum einen wichtig, wenn man jetzt was verbaut, dass man jetzt etwas verbaut, was aller Voraussicht nach sicher ist. Und die Migrationsszenarien sind auch sehr wichtig. Also es geht darum, die Systeme so aufzubohren nachträglich, dass man halt jetzt auf ein neues System umstellen kann, langsam, schrittweise auf ein neues System umstellen kann und gleich dafür sorgt, dass man in der Zukunft die Umstellungsproblematik nicht mehr hat. Das heißt, es ist sozusagen auch von der Kundenseite her ein genereller Druck auf die Hersteller nötig, solche Zukunftsszenarien, eine Upgrade-Fähigkeit, eine Migration zu alternativen Systemen im Falle eines Sicherheitslecks von vornherein auch vorsehen zu lassen. Das ist eine der Gründe, warum wir unsere Forschung machen und das veröffentlichen, dass die Kunden halt erfahren, was sie da wirklich sich ins Haus gebaut haben, weil sie es in der Regel nicht wissen. Und dann versuchen, Druck auf den Hersteller aufzubauen, das durch ein sicheres System zu ersetzen und dass wir natürlich auch versuchen, den Kunden klarzumachen, dass das auch das nächste System wahrscheinlich nicht ewig hält und man sich da schon mal jetzt darüber Gedanken machen sollte, was man dann macht, wenn man den Hersteller wechseln will. Denn es ist natürlich im ureigensten Interesse des Herstellers, dass der Kunde auf einen Hersteller gebunden ist. Bei vielen dieser Systeme ist es tatsächlich so, dass die Sicherheit, das, was an Sicherheitsfunktionen drin ist, nicht wirklich gegen Einbrecher oder andere Dinge schützt, sondern eigentlich mehr den Hersteller davor schützt, dass ihm der Kunde wegläuft. Dass es ein Vendor-Login gibt, dass der Kunde auf längere Frist an diesen Hersteller gebunden ist. Das ist auch der Grund, warum der Hersteller ungern Dokumentation freigibt, im Gegensatz zum Reisepass zum Beispiel, wo natürlich das vom Ministerium alles freigegeben wird, ist bei diesen Zutrittskontrollsystemen in der Regel keinerlei Dokumentation verfügbar oder zumindest nicht frei verfügbar, gerade weil der Hersteller Angst hat, dass man ihm die Kunden unter der Nase wegschnappt, indem man einfach ein System baut, was genauso gut ist und besser.
Was ist denn mit dem Vorwurf, dass die Angriffe nur theoretischer Natur sind? Üblicherweise ist es ja immer so, dass Sicherheit auch ein bisschen davon abhängt, wie wertvoll das geschützte Gut ist. Wenn es hier um den Zugang zu einem Sportplatz eines Drittligavereins geht, sind sicherlich andere Maßstäbe anzuwenden als ein Kernreaktor-Hochsicherheitsbereich. Das ist natürlich richtig, aber gerade da, denke ich, ist bei Zutrittskontrollsystemen schon ein wichtiger Knackpunkt erreicht. Also die gleichen Systeme waren auch anderswo eingesetzt, in Cafeterien, Mensa zum Beispiel, Berlin. Da ist es natürlich vergleichsweise egal, was die Angriffsszenarien betrifft. Wenn ich mir aber überlege, ein Zutrittskontrollsystem auf der gleichen Technologie basierend, was das Rechenzentrum schützt, wo Computer-Equipment im Wert von 10.000, 100.000 oder Millionen Euro drinsteht, wo man einbrechen kann und mehr oder weniger einfach mitnehmen kann, da ist natürlich schon also der Wert für den Angreifer relativ hoch. Und ist es dann nicht mehr theoretisch, sondern auch schon praktisch? Oder befindet sich quasi dieses Sicherheitsloch noch am Anfang und es muss weitere Erkenntnisse geben, bis sich daraus auch konkrete Angriffsszenarien ableiten lassen? Also ich denke, ich demonstriere Angriffe eigentlich immer in der Regel. Ob es dann wirklich jemanden gibt, der es praktisch einsetzt, kann man natürlich auch nicht sehen, weil das ist halt einer der Punkte, dass diese Angriffe in der Regel nicht erkennbar sind nachträglich. Während wenn man ein mechanisches Schloss hat und da ein Lockpicker rangeht und dann da mit seinem Dietrich hinterlässt er irgendwelche Kratzer oder so. Während bei so einem elektronischen Zutrittskontrollsystem ist halt digital. Digital hat zwei Zustände, geht oder geht nicht. Und wenn es halt geht, dann geht es. Und das System kann in der Regel keinen Unterschied zu einem berechtigten Benutzer erkennen. Sie haben gerade den Lebenszyklus angesprochen eines solchen Sicherheitssystems. Wie viele Jahre sind das denn? Was muss man sich da so vorstellen? Jahrzehnte. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber sicherlich mindestens, unter 10 Jahren wird da nichts laufen. 10, 20 Jahre wahrscheinlich. Aber 10 Jahre sind ja gerade im kryptografischen Bereich doch schon eine lange Zeit. Ist es dann überhaupt angemessen, sich auf solche Systeme einzulassen? Also die aktuellen Systeme, die es jetzt gibt, außer von den Herstellern, wo wir ihnen gezeigt haben, dass es nicht geht, den würde ich durchaus schon attestieren. Also wenn sie AES einsetzen und es richtig einsetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass AES in den nächsten 10 Jahren gebrochen wird, dann doch eher gering. Also AES, der Kryptografiestandard. Genau. Mhm. Und da reduziert sich das Problem mehr oder weniger auf das Schlüsselmanagement, dass man sich nur darauf konzentrieren muss, nicht mehr die Technologie zu schützen, versuchen zu verhindern, dass ein potenzieller Angreifer weiß, wie es funktioniert, sondern man kann ihm das ruhig sagen. Und man zieht sich dann darauf zurück, dass man die geheimen Schlüssel schützt, die das System funktionieren lassen. Und die kann man dann halt einfach austauschen. Da kann man also regelmäßig die Schlüssel wechseln, sodass selbst wenn irgendwas passieren sollte, was man nicht mitgekriegt hat, die Schlüssel automatisch nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren. Das sicherste Schloss ist nicht sicher, wenn man den Schlüssel daneben liegen lässt. Genau, oder wie in dem System, was ich dieses Mal mir vorgenommen habe, wenn der Schlüssel einfach im Lesegerät steckt. Ein Angreifer nur das Lesegerät von der Wand abschrauben muss, um den Schlüssel mitnehmen zu können. Wie oft passiert es denn, dass tatsächlich dann auch Innentäter mit solchen Zutrittssystemen arbeiten, solche Informationen beispielsweise nach außen verkaufen? Dazu habe ich keine Informationen, das weiß ich überhaupt nicht. Also Innentäter sind natürlich immer ein Problem, aber ich denke mal, die könnten auch auf andere Art Angriffe oder halt von innen Taten verüben. Ich weiß, dass durch Unachtsamkeit häufiger was passiert. Da habe ich schon sehr viele beunruhigende Geschichten gehört, die sich aber hauptsächlich auf mechanische Schlüsselsysteme beziehen. Bei elektronischen Schlüsselsystemen kann man halt die Karte sperren, sobald der Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen ist. Während bei mechanischen Schlüsseln das alles so ein bisschen schwieriger ist. Da habe ich durchaus von Unternehmen gehört, denen mal so Schlüsselbünde mit 50 Generalschlüsseln verloren gegangen sind und sie nicht mehr wissen, wo die hin sind. Und Statistiken, die dann von den 15.000 Schlüsseln bei 5.000 Schlüsseln nicht wissen, wo sie sind. Solche Arten, also wo es weniger um tatsächlich willentlich bösartige Handlungen geht, sondern einfach nur Nachlässigkeit oder verloren oder nicht mehr drauf geachtet. Das heißt, am Ende muss auch der Prozess stimmen. Es reicht nicht allein, natürlich, nur ein sicheres System zu haben, sondern muss das Ganze auch organisatorisch mit den richtigen Maßnahmen begleiten. Und da ist natürlich ein elektronisches System in vielen Fällen zu bevorzugen, weil man halt Berechtigungen nachträglich sehr einfach sperren kann und sehr einfach einen Überblick darüber erhalten kann, wer welche Berechtigung hat und an welcher Stelle sie eingesetzt wird. Also, ganz klares Fazit, die schöne neue Welt der Funkchips. Eine sichere Welt ist das auf alle Fälle wohl nicht. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen an Hendrik Plötz.